Servus Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Runde Minecraft. Mit dabei ist der liebe Bartix. Servus Bartix. Servus Tigerxe. Digga, schon wieder Tigerxe. Leck mich da am Arsch. Ich krieg's irgendwie nicht in meinen Schädel rein. Ich weiß nicht warum. Tiger LP, Entschuldigung. Oh mein Gott. Einmal dran gewöhnen und nicht mehr aus dem Kopf. Ja, so ist das. Doch, ich spiel so. Ich check's gar nicht mehr, Alter. Oh mein Gott, Leute, ihr wisst nicht, ich habe zu Weihnachten einen neuen Monitor bekommen. Oh mein Gott, der Monitor ist so geil von der Auflösung her, richtig krass. Tiger, du hast den Monitor auch, ja? Ich weiß nicht. Weiß nicht, was ja, du also gekriegt hast. Den gleichen wie du willst, Bolt. Safe, du hast es eh gewusst. Nein, habe ich nicht gewusst. Echt nicht? Nein. Okay. Er ist der gleiche wie du hast, also der ist von der Auflösung her richtig krank, also. Du kannst ja da Gaming-Modus und alles einstellen, also echt richtig geil. Ah? So, was haben wir denn da noch? Zuckerrohr. Das Zuckerrohr wollten wir doch anpflanzen, oder nicht? Ja. Wo soll ich das anpflanzen? Na, du hast ja schon ringsrum. Soll ich da noch mehr pflanzen, oder wie sieht das bei dir aus? Oder soll ich das in die Kiste tun? Hallo Pferd. Das ist Bambus, was ich angepflanzt habe, nicht Zuckerrohr. Machst du dann Zuckerrohr anders? Nimm mal Zuckerrohr, ist doch. Hä? Was ist denn Zuckerrohr? Zuckerrohr kannst du Hanne am Wasser eigentlich mal entlang setzen. Hier, oder? Ja. Okay, passt. Es muss direkt ans Wasser. Was hast du für heute geplant? Für heute habe ich ein bisschen Ausbau der Felder. Habe jetzt gerade Melone angepflanzt. Ja. 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 Ausbau der Felder, also das heißt, du willst ernten oder wie? Nein, einfach mal, ja. Ernten nicht, aber mal ein paar mehr Sachen anpflanzen und so. Okay. Das heißt, theoretisch praktisch eigentlich mal Materialien holen, dass wir eventuell das Feld größer machen könnten, dass wir mehr ernten können. Und eventuell, was ich noch vorschlagen würde, ist so ein Stall für mein komisches Pferd da. Wo ich auch noch einen Namen dafür brauche. Ja, nein, vielleicht. Mal schauen. Mal schauen, ja, okay. Warte mal, Holz haben wir ja eigentlich noch, hast du gesagt. Ja. Sollten wir eigentlich. Na ja, gut, Holz ist noch genug da. Was für eine Spezialkiste jetzt. Also an Holz schadet es uns nicht. Ich nehme jetzt mal ein bisschen was zu mir von Holz. Decken habe ich auch noch. Fackeln habe ich. Diesen komischen Drang, den tue ich jetzt mal da raus, der nervt mich irgendwie mal im Inventar. Ich würde jetzt gucken, dass ich Holz mache. Okay, Holz habe ich ja schon, aber halt noch ein bisschen Zaun und dann so eine Türe. Dass ich dann irgendwie, sag mal, gute Frage, wo ich das hinmache. Wo kann ich das denn hinmachen? Puh. Hier ans Wasser, da wo ich das Zuckerrohr hingemacht habe, so ein Stall für meinen Pferdbau. Wäre das was oder wäre das nichts? Könnte schon. Ja, könnte ich schon, musst du auch sagen, weil ich will es nicht allein entscheiden, weißt du, das ist auch dann, nicht, dass du dann sagst, nee, das sieht das scheiße aus, weil es dir nicht gefällt. Deswegen frage ich halt lieber. Ja. Also ich habe jetzt mal ein Stack von Zäunen und noch ein paar Türen. Eichenholztreppe bräuchten wir jetzt erstmal nicht, Eisenstufe auch nicht. Was auch noch chillig wäre, so eine extra Werkstatt, weißt du? Ja. Na gut. Das würde ich halt großartig machen, so. Egal, wäre schon chillig.
Es ist halt auch die nächste Frage, was du jetzt weiter geplant hast, was wir jetzt machen und was wir nicht machen. Das ist auch wieder das Nächste. Erstmal ein bisschen Hausbau. Ja. Also am Haus weiterbauen. Am Haus weiterbauen und Ja. dann ist eigentlich mal so der Plan, in den Untergrund zu verschwinden. Also wieder in Höhle. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann mache ich hier jetzt noch den Wintergarten für mich weiter. Ich hätte dann geplant, dass ich jetzt, warte, ich habe das jetzt wie hoch? Eins, zwei, drei, vier. Vier mache ich das jetzt noch hoch. Dann ziehe ich hier oben eine Linie. Also hier, du kannst es jetzt schlecht sehen, wenn ich das gerade bei meinen Aufnahmen zeige. Hier eine Ja. Linie ziehe, diesen gleichen Stamm und dann noch hier rüber und es hier an die Seite. Und es dann hier verbinde und dann oben mit normalem Holz zubau. Also mit, was war's? Eichenholzbrettern zubau. Da bräuchte ich aber jetzt den normalen Stamm noch. Und den dann halt abschälen. Also, ja. Abschälen mache ich ja mit der Axt, hast du gesagt, gell? Ja. Eichenstamm. Das ist kein Eichenstamm. Das ist kein Eichenstamm. Eichenstamm. Boah, ich hoffe doch, Eichenstamm reicht mir. Jetzt geht raus. Nein, so will ich das gar nicht. Hey, mach keine Faxen jetzt, was soll denn das jetzt? Kollege, ich will den Was? liegend haben. Der stellt sich die ganze Ja? Zeit auf, ich will den liegend haben. Ja, pass auf. Wo bist du? Hier oben. Hier. Wo willst du denn liegend haben? Ja, ich will den, guck, ich will den hier, da wo du stehst, jetzt einmal ringsrum. Nein, lass. Egal. Was willst du denn Ich liegend würde jetzt. haben? Hä, wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe ihn hier schon geschält. Da guck, der stellt sich wieder auf, der 31er. Der macht Ja, mal du wieder Faxen, der musst. will nicht mehr. Ja! Ja. Genauso machst du das Liegende. Das hat doch gerade eben nicht funktioniert. Was soll denn das jetzt? Das will mich verarschen. Das war jetzt wieder dieser Vorführeffekt, wahrscheinlich jeder kennt. Nur dieser Vorführeffekt. Weg jetzt nicht, Fall runter. Das ist bloß die Frage, wie ich dann halt da hochkomme auf die andere Seite. Aber ich denke, da bleibe ich. Ah, da kann ich ja draufstehen. Ich denke, da brauche ich mir irgendwie so eine komische Treppe. Jetzt kann ich das so machen. Das mit der Axt, wie war das jetzt? L2 war das jetzt. Ja. Naja, schon. Auf meinen Aufnahmen sieht das Bild irgendwie ein bisschen mickrig aus. Ich keine Ahnung. Nee, das sieht schon gut aus. Ein bisschen dunkel. Oder kommt jetzt gerade bloß vor? Ach, keine Ahnung. Ach so, Leute. Was Ein jetzt noch was bisschen ist? dunkel ist schon, Jetzt ist mir gerade weil's aufgefallen. Dunkel wird. gerade auch dunkel wird. Jo, dann würde ich sagen, ins Bett, oder? Boah, das Holz schimmert da richtig raus. Sieht voll geil aus. Also Leute, wir nehmen das Video gerade am 25. Dezember auf. An der Stelle wünschen wir, also Tiger und ich euch, noch eine frohe Weihnachten. Oder ja, ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt noch die Feiertage feiert oder nicht. Aber bei mir ist es auf jeden Fall so, ich feiere jetzt noch. Und deswegen wünschen wir euch noch eine schöne Weihnachten bzw. schöne Weihnachtsfeiertage. So sagen wir es wahrscheinlich besser, oder? Ja. Ich hoffe, ihr habt alles bekommen, was ihr euch gewünscht habt. Ich bin auf jeden Fall dieses Jahr mehr als zufrieden. Und ja, ich hoffe, ich bin da nicht der Einzige. Kommt, der macht das natürlich wieder Faxen. Dieses Jahr war echt krank von Geschenken her. Also, das war. Ich bin mehr als zufrieden, muss ich so sagen. Komm, Digga, ich fall wieder runter, klar, wieso nicht? Kann ich von hier unten so auch machen? Ja, kann ich auch. Das geht natürlich wieder nicht so auf, wie ich das wollte. Egal. So. 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 Und dann so und so. So auf jeden Fall nicht. Bartix, Yes. kriegt dein Wintergarten eigentlich ein festes Dach oder nicht? Das will ich mir überlegen, ob ich da jetzt Eichenholzbretter nehme oder ob ich da Glasscheiben nehme oder halt Glassteine, aber da brauche ich mir dann Wüste. Ich weiß ja nicht mehr, wie viele Glasscheiben wir noch haben. Auf jeden Fall brauche ich jetzt auch nochmal einen Eichenstamm. Da habe ich auf jeden Fall keinen mehr drin. Bloß noch Bretter. Ne, warte, da habe ich da Glas drin.
Oder was? Also eigentlich würde ich sagen, eigentlich wäre Glas schon nicht schlecht. Okay. Oder was würdest du sagen? Ich habe halt überlegt, ob ich vielleicht von oben her einen Balkon machen soll. Auf deinem Wintergarten. Ja gut, wenn du sagst, ich soll ein festes Dach machen, kein Problem, kann ich gerne machen. Weil halt, ja, ich weiß nicht, ob so ein Glasboden so der Renner ist. Dann machen wir einen festen Boden. Also wie gesagt, ich habe dir schon mal gesagt, dass es deine Idee war, mit Minecraft aufzunehmen. Ich hindere dich daran nicht, deine Sachen zu bauen, wie du sie willst. Also ja, Leute, ich und Tiger haben es so ausgemacht, dass wir nehmen ja immer zusammen Videos auf. Und Minecraft war zu Recht seine Idee. Und Fall Guys und COD war meine Idee. Und deswegen werde ich ihn auch, also werde ich dich jetzt nicht daran hindern, deine Sachen zu bauen, wie du sehr gerne haben willst. Ja Deswegen haben wir das gut. auch so ge ja. Da ist halt die Frage auch, was du optisch dazu meinst immer. Also ich bin da ein Ja. bisschen offen, aber so gerade dieser Wintergarten und da das sie halt anbieten, ne? Eventuell halt einen Balkon noch draus zu machen. Also hier Ja, auf jeden Fall rauskommt, können wir hier schon. schön auf dem Tiger, chill mal Balkon. kurz, warte mal. Warte, ich hätte eine geile Idee. Ich weiß nicht, ob dir das was zusagt, aber hier oben auch zu mit Glas zu bauen und dann in der Mitte, in der Größe, wo links und rechts, wo steht ja, also wenn du jetzt hier dran stehst, an meiner Seite ist ja dann Ja. diese U-Form und da ist ja links und rechts dieser Eichenstamm nach oben, der Ja. abgehackte. Und so in der Größe eventuell einen Pool drauf bauen, also nicht nach unten, sondern in die Höhe. Wäre das was oder würdest du da sagen, nee, das wäre jetzt eher nicht so? Pool wäre jetzt eher nicht so der Hanne, Okay. aber wir könnten so. Ja, da können wir auf jeden Fall was machen im Pool. Ja. So nebendran Können oder so. wir. Ja. Ja, deswegen sage ich ja, ich frage dich da lieber. Ja. Wir klären es selber ab. Jetzt habe ich keine Axt mehr. Ah, doch, das ist eine Axt. Gut. Ah, jetzt füße da nicht drauf. Wo brauche ich sie? Was mache ich da jetzt Eichen? Holzbretter hin. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich gerade ein bisschen vom Mikrofon weggerutscht bin. Ich hoffe, man hat mich gerade trotzdem noch verstanden. Also ich habe dich noch gehört. Ich weiß nicht, ob die anderen dich noch gehört haben. Ja, das waren die anderen. Wir sind ja bloß zu zweit in dem Sprachchat drin. Aber Ja. halt, ja, ich weiß schon, was du meinst. Klar, dass die Zuschauer, Die ob die das verstanden liebe haben. Community. Ja, genau. So kann man es auch sagen. Passt es dir so vom Optischen? Ach, du bist jetzt unten. Vom Optischen passt es, oder? Soll ich hier die Ja. Treppen so offen lassen oder willst du dann Zugang vom Haus machen dann? Ich mache einen Zugang vom Haus, aber momentan eine von diesen zwei Reihen noch offen lässt, wäre ich dir mega dankbar. Okay. Kein Problem, mache ich auf jeden Weil noch sind mir bei Minecraft keine Flügel gewachsen, dass ich fliegen Fall. Mir kann. auch nicht. Leider noch nicht. Oh mein Gott. Also, so langsam nimmt das Haus echt Gestalt an. Also, ich war da immer am Zweifeln. Aber jetzt wird es wirklich so langsam was. Weil wir ja immer gesprochen haben, was wir jetzt weiter, wie wir jetzt weitermachen. Und du ja immer so überlegen warst, ja, du willst ein anderes Haus oder halt vom Optischen Ja, ein bisschen anders. Aber es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. mein modernes Haus, aber Ja, ist nicht Materialien. nur, ja. Gut, was ich jetzt hier auch sagen muss, das ist einfach jetzt wie so ein Kasten. Aber wisst ihr Leute, das ist halt auch das nächste Problem. Ihr müsst erstmal die ganzen Materialien haben. Und dann müsst ihr auch erstmal gucken, was ihr vom Optischen macht, wie ihr das planmäßig macht. Klar hätten wir jetzt auch sagen können, wir machen bloß hier jetzt die Hälfte. Also nicht das, was Tiger da baut, sondern nur die Hälfte. Aber dann wissen wir halt nicht, was wir dann, wie soll ich sagen.
Wir bauen es einfach so, aber ja. Im Prinzip brauchst du ein bisschen länglicheres Haus. Oh, ja. Bräuchte ich nicht so, aber klar, ich glaube, jetzt weiß ich da jetzt nicht so die Kreativsten, dass wir jetzt sagen, ja, wir machen das so und so und so und so. Nein, 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 du brauchst vom optischen her ein bisschen breiteres Haus. Ja, das schon, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es eigentlich vom optischen Grad mit dem Wintergarten, ne, sieht es jetzt von hier vorne, von der Sicht jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, so. Ja. Was ich jetzt halt die ganze Zeit am Überlegen bin, was ich hier für Türen reinhau. Wahrscheinlich mache ich hier noch zu und dann eine Türe hier in die Mitte rein, weil sonst geht es von der Breite nicht auf, weil es 1, 2, 3, 4, 5 sind und 5 kann man ja nicht richtig teilen. Und wenn, dann müsste ich hier, Ja, was, fünf halt. Holz, Tür, Holz, Tür, Holz. Und was dann eigentlich auch ziemlich blöd aussieht. Ja. So, jetzt, gut, jetzt brauche ich das. Wie soll ich das machen? Einfach mit anderen Holzbrettern oder auch Eichenholzbretter dazu bauen? Oder, also mit Stamm oder mit Brettern? Warte, 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 warte. Ich komme mal geschwind. Mach das. Nach kann ich mir angucken, was du fabriziert hast. Ja. Also wo bist du? Da Hanne jetzt. Also ich würde sagen, dass wir hier genau in die Mitte eine Türe reinmachen. Und jetzt bin ich halt überlegen, weil ich ja dann von links zwei und von rechts zwei Blöcke noch machen muss. Ob ich das dann. Warte, es ist nur zum Schauen. Ja. Oder man nimmt Ja. Holz. Ich weiß nicht. Also ich habe noch nie einen Wintergarten gesehen, wo Stein dran ist. Deswegen war jetzt die Frage, ob wir da jetzt noch hier genau das, wo du abbaust, noch ein Fenster reinmachen. Und dann halt das andere mit Eichenstamm machen und nicht mit Brettern. Warte, ich hole einfach mal kurz, dann können wir das optisch angucken. Ich hoffe, ich Jo, habe noch macht welche es. drin. Nee, da habe ich keine mehr drin. Weil eine andere Holz, anderes Holz wäre jetzt eigentlich auch ziemlich blöd. So, jetzt haben wir natürlich keine. Ah, doch, da haben wir vielleicht eigentlich was Bretter hier. So. Dass ich jetzt sage, wir machen das so. So und so. So, so. Und so und hier halt nochmal ein Fenster rein. Und dann in die Mitte die Türe. Was sagst du dazu? Könnten wir machen. Oder auch abholzen, also abrinden. Nein, nein, Nicht. Das so nein. lassen. Ja. Okay, dann lassen wir das so. Zu viel abrinden würde ich nicht machen. Ja, passt, alles gut. Dann lassen wir das so, dann tun wir das jetzt mal wieder zurück. Die Eichenholzbretter lasse ich noch drin. Jetzt, wo war Fenster? Fenster waren da. Willst du jetzt oben an der Dachterrasse auch Fenster machen, weil sonst müssten wir ja mal Sand besorgen. Da machen wir keine Dachterrasse, machen wir ja bloß einen Zaun außenrum. Ach so, wir spielen Zaun außen rum machen. Ja. Ja gut, Ups. dann hast du Zaun im Inventar oder ansonsten mache ich das jetzt Nein. schnell. Soll ich's machen? Ja, mache Eicheholzzähne drumrum. Dein Wunsch, dein Befehl. So. Ja, jetzt wird schon wieder dunkel. Ich weiß. Ui, ist runtergeflogen. Ne, runtergegangen. Gegangen. Ja, runtergelaufen, weil ich kurz zum Feld schauen wollte. Achso. Also. Pen. Jo. Jo, ich komm. Türe auf und ab ins Bett. Oh, das ist das Gemälde, wenn du aufschließt, das ist auch richtig cool. Ja. Nee. Was machst du jetzt? Du Gucken. Tiger! Ja, Batix, Wie ich sieht's eigentlich weiß. von dir? Ich weiß. Uhrzeit. Genau.
Was grübelst du so? Jetzt habe ich eine Türe vergessen, ich Trottel. Die Türe baue ich auf jeden Fall mit dir. Ich grübel gerade, wie ich das jetzt demnächst mache mit dem Sand. Eichentür oder Birkentür? Eichen und Tür, oder? Ja, Eichentür ist Eichen. besser. Ja, eins. Das nie so funktioniert, wie ich das will. So, Türe sitzt. Ne, wir haben demnächst ein Sandproblem. Ja, genau. Da würde ich dann sagen, dass wir eventuell in der nächsten Folge mal auf der Suche nach Sand gehen, oder? Oder auf die Suche. Auf Ja, die Suche heißt es ja eigentlich, auf die Suche. ich bin schon am Überlegen. Sand gibt es ja überall, aber du willst ja nicht gleich die komplette Welt verunstalten. Wieso veranstalten? Ja, wenn ich jetzt überall der Sand da in der Umgebung rausbaue, Ja. ja, dann haben wir hier Ja. einen wunderschönen optischen Ausblick, oder? Willst du jetzt eigentlich eine Glasscheibe nehmen? Ja, nein, eigentlich nicht. Willst du jetzt eigentlich eine Glasscheibe nehmen oder Glasblöcke? Für Weg. Für oben, für die Fenster, weil da habe ich noch 49 Glasscheiben. Scheiben. Also baue ich die jetzt mal ein. Jo. Und dann würde ich sagen, dass es dann eigentlich schon der Teil oder das Ende von der Folge war, oder? Wie siehst du das? Ja. Sehe ich auch so. Perfekt. Sonst sind wir uns ja wieder einig. Komm. So. Hier will ich noch zumachen. Was Hat machst du jetzt der hier? liebe Batix eigentlich noch Eichenholzbretter bei sich? Bei mir nicht, nein, warte, ich hole schnell welche. Aber ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch welche machen oder ob haben. Ne, wir müssten welche machen. Ist okay. Warte, ich bin schon dabei. Ach, komm jetzt mal. Naja, kann man auch brauchen. Wie viele? So viele wie möglich, oder? Nee, nee, so viele brauchen wir gar nicht mehr. Okay, dann reicht das ja so. Dann machen wir so. So, gut. Jetzt habe ich natürlich diese Glasscheiben bei mir. Mal so, so. Dann haben wir das ja schon wieder so. So. Na ja, gut. Das Dach machen wir jetzt noch fertig. Ach, das war schon. Zack, zack, zack. Ja, zack, zack. Und nichts funktioniert, alles klar. So kann man es auch machen. Genau, das sollte nicht passieren. War nicht geplant, dass es passiert. Dass die Axt nehmen, abbauen. Zack, bumm, fertig. So, wo bist du? Da bist du. Ah, der Herr Tiger baut Fackeln ein. Ja. Und Ja. Du Tiger. ja, Batix. Du weißt, was ich sagen will. Du hast keine Lust mehr und du möchtest jetzt die Zuschauer sagen, dass wir jetzt an dieser Stelle leider die Folge beenden, oder? Die Zeit ist Lust reif, ich schon? weiß. Ja, weil sonst merke ich schon nachher wieder rum, weil Leute, ich weiß nicht, warum es bei Tiger so ist, aber er braucht immer ziemlich, ziemlich lange, um das Video zu rendern und der beschwert sich dann immer bei mir, ja, du bist schuld. Hier, Komm, jetzt bist du kriegst du auch. den hier. Ja, immer bin ich schuld, ich weiß, einer muss ja immer schuldig sein. Hier. Ja. Ja. Also, bist du soweit? Ich bin schon lange soweit. Okay, an dieser Stelle ist unser neues Video Minecraft leider schon wieder zu Ende. Schaut gerne auch beim Batix vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Lasst gerne ein Abo da. Und teilt auch gerne mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben und Servus. Servus!